Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Dart. Und ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, ich habe heute einen ganz besonderen Gast mit am Start. Und zwar ist es the one and only number one, der Weltbesieger, Martin Schindler. Sehr gut, Freunde. Ja, also Martin, im Übrigen ganz kurz, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du hast auch schon vor diesem Video jetzt gerade der ganzen Welt deine Arschritze gezeigt, weil einmal hast du dich hingekniet, nachdem du gewonnen hast, man hat komplett alles gesehen, aber scheiß drauf. Ist mir wirklich wurscht. Leute, ihr habt es euch schon gesehen, gestern kam kein Video, dafür kommt heute ein besonderes, und zwar hat Martin einfach mal ganz entspannt gegen den besten Spieler der Welt gewonnen. Und Martin, wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Also jetzt sind schon ein paar Stunden vergangen und es ist immer noch... Ein paar Stunden, sagt er, 20 Minuten her. Nein, jetzt hör mal auf. Es ist schon krass. Wie soll man sowas in Worte fassen? Ich bin super happy. Ich glaube, man hat es gerade an diesem enthusiastischen Sprung einfach gesehen, wie sehr ich den liebevoll ins Bett gehauen habe. Ich kann nicht mehr, Mann. Ich bin komplett heiß. Janni hat mich gewürgt. Also Janni ist hinter der Kamera gerade. Er macht den Matchstart rein. Ich merke so einen Würgegriff auf einmal. Ich habe absolut keine Luft mehr bekommen, 20 Sekunden. Ich habe gegen so ein Gitter geschlagen, bis meine Hand komplett rot geworden ist. Hier, das, guck mal, das Gitter ist hier noch zu sehen. Das Gitter ist genau hier noch zu sehen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Video sieht. Also komplett durchgedreht. Und die Ironie war irgendwie, fand ich zumindest, dass ich Martin vorher gesagt habe, er könnte ja mal... Ich habe seine Darts hier, mit denen er gerade gespielt hat. Ich habe ihm vorher so aus Spaß gesagt, spiel mal mit meinen Flight. Und ich würde sagen, mit meinen Flight hast du mal ganz entspannt die Nummer 1 der Welt im Fernsehen weggehauen. Mit Scorpion Doppel. Also das wollte ich auch noch dazu sagen. Ich glaube, man kann das alles andere als ganz entspannt nennen, um ehrlich zu sein. Okay, gut. Um hochnäsig zu sein, ja, war easy Sache. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich ein Ding verliere, ja, glaube ich. Nie daran gezweifelt, dass du das Ding verlierst, alles klar. Das war es wirklich komplett. Am Ende des Tages hast du es ja noch gewonnen. Dann hast du auch noch den letzten Dart. Du hast, als ob es Schicksal wäre, 20 Rest. Ich habe noch nie gesehen, dass du so weit hoch abgerutscht bist. Wirklich, außer da gegen Kim Heidrecht beim World Cup. Und du spielst den ersten in die 6 und den zweiten, als ob es das Gassamalste der Welt wäre, in die Doppel 7. Mit den Scorpion Flights in Scorpion Doppel. Also in der Sekunde mein Leben ist komplett an mir vorbeigezogen. Also ohne Spaß. Soll ich was dazu sagen? Sag einfach was, komm. Ohne dich zu enttäuschen, ich habe jetzt nicht an dich gedacht in der Situation. Enttäusch mich gar nicht. Nein, tatsächlich, ich habe es auch schon in einem anderen Interview gesagt. Ich habe, wo ich MVG geschlagen habe, 6-5 auf dem Players Championship, auch mit Doppel 7 ausgemacht. Und ich werf die 6, es war absolut nicht beabsichtigt, auch wenn es vielleicht so aussah. Ich werf die 6. Und so deutlich wie in der 6 war, sah schon ein bisschen eine Absicht aus. Ey, ich habe so gezittert. Ich wusste, ich habe jetzt 3 Matchstarts, 3 klare Matchstarts. Ja. Und gehst auf Doppel 10 und ich war wirklich danach am Zittern. Ich habe es zu euch gezeigt, in eure Richtung. Und ich konnte meine Hand halt nicht beruhigen. Die war wirklich so, ne? Jetzt geht schon ein bisschen, jetzt langsam sackt das alles ab. Aber ich bin immer noch super happy darüber, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich sagen muss, ich bin auch glücklich gewesen, dass es dass Van Gerven halt wichtige Chancen ausgelassen hat, dass er sein Spiel nicht von vorne bis hinten zu 100% durchgezogen hat. Obwohl ich dazu halt auch sagen muss, ich habe zum Anfang hin echt nicht gut gespielt und da hat er mich halt für bestraft und ab dem 5-1 dann ging es halt los. Genau, das kommt ja noch dazu, dass es auch noch ein Comeback war. Du hast auch noch ein 5-1 Comeback gegen ihn. Dann checkt er auch noch irgendwann eine 9 über 3 Doppel-3, was so keiner hat. Entweder man spielt 1 Doppel-4 oder 5 Doppel-2, aber kein Mensch der Welt würde 3 Doppel-3 spielen. Er macht es. Und das hat Jan ja auch mitbekommen. Ich hatte ein paar abergläubische Sachen in diesem Spiel. Das hat alles funktioniert. Zum Beispiel immer, wenn du Darts auf Doppel hattest, ich habe so gesessen und da war das der Monitor. Aber da war auch ein Monitor. Und immer, wenn du Darts auf Doppel hattest, habe ich da hingeguckt. Weil immer, wenn ich da hingeguckt habe, hast du sofort getroffen. Sag mal, ist das so? Du hast verhandelt. Ich habe verhandelt. Ich hab mit Van Gerven kommuniziert. Auch einmal hat er 3 klare Matchstarts mit Tops und ich nuschel so. Ich habe richtig geredet, so als ob ich einen Fluch beschwöre. Ich sage so, nein, komm, Michael, du machst es immer, aber heute machst du es zwar nicht. Also die ganze Zeit so hat richtig... Hat er 3 klare Darts auf Tops gehabt? Ja, und dann auf Tops verpasst, glaube ich. Oder er hatte 2 Darts, 1 von beiden. Single 20 hat er getroffen und danach 2-mal Doppel 10 verpasst. Genau, richtig. Wirklich, ja? Ja, und ich habe komplett genuschelt dazu, keine Ahnung, was ich da beschworen habe. Auf jeden Fall hat es funktioniert, dann hat Martin da auf Doppel, ich breche mir wieder fast den Nacken, weil ich wieder da hingucke. Aber er hat es dann direkt ausgemacht, ey, und dann am Ende,
sonst bin ich auch immer viel emotionaler bei European-Sachen zum Beispiel, aber jetzt habe ich mir so gedacht, ich bleibe jetzt die ganze Zeit ruhig, weil ich habe irgendwie so ein Gefühl gehabt. Und dann sah es komplett nach einer Niederlage aus erst. Und dann, ey, das ist unglaublich. Ich kann es bis jetzt, ich habe es noch gar nicht realisiert. Ich bin komplett neben der Spur. Also ich habe es immer noch nicht realisiert. Same as me, bro. Also ist komplett krank. Und ich stand da oben, ich habe das Spiel gespielt, ne? Und ich war ja 5-1 hinten und ich habe das auch gemerkt. Jetzt so ist es nicht, aber umso weiter das Spiel dann ging und ich habe auf einmal zwei Legs geholt, dann wusste ich, es steht 5-3 und ich glaube, er hatte Anwurf und ich wusste, wenn ich jetzt zuschlage, wenn ich ihn jetzt breake, dann steht es halt 5-4, ich habe Anwurf, dann steht es 5-5 und dann setze ich einen Gedanke bei ihm tief fest und dann fange ich an im letzten Leg auch noch mit 140, 180. Ja, die letzten beiden, also die letzten 2,5 Legs hast du ihm gar keine Chance mehr gelassen. Ihr könnt ja gerne mal das Video von der PDC anschauen, das verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung, das haben die gestern Abend noch hochgeladen, also bei uns quasi gerade jetzt. Ja, ich würde sagen, wir lassen den Abend jetzt ausklingen, damit Martin heute bei euch, wenn ihr das Video seht, dann das Viertelfinale angehen kann und hoffentlich geht es so weiter. Ja, natürlich. Kannst du gleich dein Videoplädoyer schließen, ziehen, Moral, irgendwas? Übrigens dazu würde ich ja... Ich muss einerseits sagen, also ich fand das so geil, so ich habe euch beide gesehen, also Janni und ich, wie ihr euch da wirklich im Arm gehalten habt, wo Janni dich ja vielleicht fast umgebracht hat oder so. War kurz davor auf jeden Fall. Euch zwei kurz da zu sehen. Anzeige. Kurz vor der Anzeige. Kurz vor Anzeige. Die werde ich auch noch erstatten, da gehe ich gleich noch zur Polizei in Köln. Ist doch dein gutes Recht, Marcel. Siegburger Straße, 195 Euro. Ey! Ja. 196, ja. Jetzt darfst du mal einmal um mich gehen. Einmal. Okay, komm. Also, einmal. Ich habe euch gesehen und ich wusste, was ich da gerade getan habe. Ich habe Van Gerven geschlagen und ich hatte Tränen in den Augen. Ich musste ein paar Interviews geben. Ich habe es dann einmal gesehen, wo ich noch ein Interview für die PDC machen musste. Ich habe es gesehen, ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen. Auch wenn ich jetzt wieder... Ich auch, ich habe auch gegrinst, wo du es 5-5 gemacht hast, habe ich nur noch gegrinst, weil ich wusste, das klappt jetzt, das war komplett crazy. Und auch jetzt, wenn ich rede, kriege ich wieder Tränen in den Augen und jetzt ja hier No Homo und so, aber... Er lernt dazu, mal Ich möchte echt mich bei allen bedanken, die das Spiel gesehen haben, mir Glückwünsche geschrieben haben, egal ob auf Instagram, auf Facebook oder auch von mir aus persönliche Kontakte in WhatsApp. Es ist wirklich super viel, ich kann es natürlich verstehen. Das ein bisschen bei so einem Spiel auch ausartet und ich bin jedem Einzelnen von euch super dankbar, ihr auch die Zuschauer, die heute in der Lanxess Arena da waren, ihr habt mich schon durch dieses Spiel auch ein bisschen gezogen, die Stimmung war super und erst recht, wo ich das 5-4, 5-5 gemacht habe, da wart ihr sowas von zur Stelle, unglaublich, wirklich unglaublich. Es war das auch perfekte Timing, weil es auch noch im Free-TV war, also ich glaube, einen besseren Tag hätte man nicht erwischen können, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich würde sagen, Leute, dann lassen wir es auch mal dabei, dann feiern wir jetzt noch ein bisschen und lassen den Abend gediegen ausklingen. Ich finde halt die ganze Story dahinter zu krass, dass du noch nie andere Flights genommen hast. Da habe ich dir aus Spaß diese Flights mitgebracht, dann hat er direkt gesagt, okay, ich spiele die, was ich mega korrekt von ihm fand, muss er ja nicht machen. Und dann lief es direkt so krass. Ich würde sagen, da kann ich dir erstmal eine Massenbestellung fertig machen, auch zum Freundschaftspreis, Martin, weil du es bist. Danke. Kleiner Spaß. Und ja, Freunde, lass auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.